Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Bray. Wir sind hier oben in der Neuromod-Abteilung und ich sehe hier benutzte Plastikschläuche, nehme ich natürlich mit. Ich habe jetzt gestern schon eine ganze Weile im Stream gespielt und ich liebe dieses Spiel. Ich finde es großartig und freue mich, das jetzt mit euch noch weiterspielen zu können hier im Let's Play. Werde hier ein wenig anders spielen als im Stream, also zumindest was so Skillen angeht und so. Und vielleicht auch ein bisschen die Art und Weise, wie ich spiele, wird hier noch ein bisschen anders sein. Unser Ziel ist, glaube ich, immer noch hier rauszukommen, richtig? Erreiche die Hauptlobby, genau. Und noch sehr weit am Anfang. Dann haben wir sonst hier alles gemacht soweit. Huch. Ich glaube fast schon. Das Gute ist, was mir auch im Stream aufgefallen ist, man kann immer wieder zurück. Jeder Bereich ist weiterhin betretbar. Das heißt, man kann wieder, also es ist fast ein bisschen Open World, Open Station hier. So. Weg damit! Oh, der arme Jovan. Ach, guck mal hier, gleich Zellteilung. Gleich in 4, 5 Dinger. Davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten sie durch. Okay, einer ist ja nach hier gegangen. Aber hier durch wohl eher nicht. Okay, wir müssen jetzt also aufpassen. Hier laufen jetzt einige Mimics rum. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber im Schrank was? Ein Anzug, Reparaturkit, sehr schön. Ein paar Schuhe, ein paar Handtücher. Okay. Oh, hier war sein Büro von Jovan Gravilovic. Ach, hier hätte man auch lang gekonnt. Macht zwar keinen Sinn, jetzt da lang zu gehen, aber es wäre möglich gewesen. Remote Manipulation. Non-local. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, was hat er denn für E-Mails? Test nächste Woche. Ich glaube, das kennen wir schon. Dringend. Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten zu Mimikry und Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seiner Leiche die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders diese Daten findet. Markus Simmons. Suchen Sie im Traumazentrum. Okay, das ist jetzt also erstmal unsere Aufgabe. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben eben gesehen, wie hier Mimics losgerannt sind. Spiel auf deine Art. Experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderungen und Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst oder einen anderen Weg findest. Je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Jetzt wurde uns gesagt, da oben können wir auch durch, ohne die Schlüsselkarte zu nutzen. Aber wir schauen uns natürlich eh erstmal jetzt hier um. Ob wir hier irgendwas finden. Zerknittertes Papier. Ist immer wichtig. Okay, hier haben wir noch kein Passwort für den Computer von Caleb. Da müssten wir Hacker sein. Okay. Hacker sind wir aber nicht. Warum liegen hier zwei Stühle? Ist einer von Mimic? Nee, okay. Aber Alice Aiken hat ihr Computer ungesperrt gelassen. Frage zur Simulation von Markus Simmons an Alice Aiken. Hallo Alice, ich schicke Ihnen die Studie, die Alex und Morgan verfasst haben. Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Das Erlernen einer neuen Fähigkeit mittels Neuromod funktioniert so, wie das Anlegen neuer Erinnerungen im Gehirn. Tatsächlich ist es vorerst nicht möglich, die durch die Mod bewirkten Veränderungen von denen normaler Erinnerungsbildung zu unterscheiden. Wenn ich also den Neuromod entfernen möchte, dank der Sie wie Gustav Leitner Klavier spielen, wird Ihr Gehirn auf den Stand von vor der Installation zurückgesetzt. Sie wollten, dass Morgans Gehirn vollkommen unberührt ist, wenn es Prototyp-Neuromods erhält. Hier musste also extrem zurückgespult werden. Daher auch die Wohnungssimulation. Die Us haben sich wirklich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben. Melden Sie sich nachher nochmal wegen des Mittagessens. Simmons. Okay, wir haben uns also komplett der Wissenschaft verschrieben. Und daher diese Wohnungssimulation. Alles klar, okay. Können wir ein bisschen Blumen pflücken. Stand-up-Notizen. Test am 24.03. Test neu anordnen. Lucia auf Beobachtung. Siehe Bellamy. Test zum Brennverhalten auf unbestimmte Zeit gestrichen. Alex möchte morgen vor Test begrüßen. Das hat er sogar immer getan. Also das kennen wir ja. Hier ist das Büro von Mr. Bellamy. Da war jetzt irgendwo ein Blick. Da ist er. Also da tue ich mich immer noch schwer, die Dinger zu treffen.
Okay, wir haben irgendeinen Status gerade. Ich glaube, wir haben Angst. Ich glaube, unser Status ist gerade Angst. Jetzt ist er wieder vorbei. 9mm Munition, sehr schön. So. Hier erst nochmal ein paar Blumen mitnehmen. Okay, du bist dieser fucking Stuhl. Ich hab's gesehen. Jetzt sind hier zwei. Einer ist weg. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh Gott, oh Gott. Ah, der lebt immer noch. So. Puh. Die sind manchmal echt schwer zu treffen. So, ich glaube, wir essen einfach mal was. Wir haben einiges, was wir essen können. Essen und trinken. So, dann regenerieren wir auch, glaube ich, über Zeit noch ein bisschen was. Genau. Wir sind wohl genährt, deshalb regenerieren wir über Zeit noch ein bisschen Leben. So. Oh, da haben wir die Schlüsselkarte fürs Simulationslabor. Mal schauen, was hat denn Sylvian Bellamy für E-Mails hier? Testergebnisse? Also das sind unsere Testergebnisse. Ah, okay. Tägliche Tests. Dr. Bellamy. Mittlerweile ist Morgan so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? Evelyn. Reh, kommen meine Leute zu dir. Syl. Ja, mir ist auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keine Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten Angststörungen deiner Abteilung erheblich. In der Psychotronik ist es sogar noch viel schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrup, wie wir den Stresslevel dort etwas senken könnten, aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in der nächsten Forschungssitzung mal Alex darauf ansprechen. Okay, sonst ist hier nichts drin. Diese Schränke können wir auch nicht machen, da ist nichts drin. Okay. Hier kann man ein bisschen Leben recken, aber wir haben eh voll. Das können wir alles nicht tragen. Da ist nur eine Tasse. Das heißt, wir haben das Passwort für diesen Rechner noch nicht. Für diesen Rechner hier. Ne? Für diesen Rechner noch nicht. Dafür müssten wir hacken können. Wir haben aber noch keine Fähigkeiten. So, ich möchte mal probieren. Gehen wir noch mal hier rein. Wir haben zwar die Schlüsselkarte, aber hier gibt es ja noch ein paar Sachen. Ein bisschen Belohnung für das hier lang gehen. Das finde ich ganz cool. Also hier gibt es überall so viele Sachen zu finden. Man wird wirklich ermutigt, sich hier umzuschauen. Wow, Alter. Das war ein Phantom. Teil von Anthrophantasmus. Okay. Bleiben Sie in Bewegung. Kommt der jetzt hier raus oder was? Ich habe ein bisschen Angst. Wir nehmen den Apfel mit. Okay, und hier können wir jetzt... wir können jetzt sogar beide Wege. Wir haben jetzt beide Wege offen. Wir sind jetzt da oben durchgegangen und haben jetzt hier frei gemacht. Skill Recorder Analysis. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht reinzukommen. Ich hoffe, der Überraschung ist jetzt nicht gleich da um die Ecke. Was haben wir hier? Das Bewusstseinsfeld. Kapitel 1 von Dayo Igwe. Die Rezeption der Bewusstseinsforschung hat wie alle revolutionären Forschungsansätze innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine vorhersagbare Entwicklung vollzogen. Erstens wurde sie von Skeptikern verlacht, da sie den bisherigen Erkenntnissen und Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft widerspricht. Zweitens mussten die Skeptiker zugeben, dass an ihr etwas Wahres dran sein könne, doch sei die Beweislage mager. Drittens wurden führende Forscher und noch viel wichtiger die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam. Schließlich behaupteten eben dieselben Skeptiker, die sie einst verlachten, es sei ihre eigene Idee gewesen. Das kennt man ja. Okay, was ist hier? Ein Steuerpanel. Okay, das könnten wir reparieren. Ah! Also, die sind manchmal nicht ganz so intelligent, wenn die sich vor meinen Augen verwandeln. Na gut. Was haben wir hier? Eine Glühkanone. Versing hat einige Sachen dabei. Glühkanone. Die Transtar Glühkanone, Gelschaum-Laminierungs-Organismus-Obstruktor, setzt Ziele außer Gefecht und oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. Glüh kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladung deaktivieren. Sobald Glüh ausgehärtet ist, kannst du außerdem draufklettern. Ah, okay.
Haben wir noch einige Glue-Kanister hier, das ist sehr schön. So, hier. Da könnte ich mich jetzt... man kann das nicht aufeinander stapeln. Also ich kann nicht Glue auf Glue, das geht nicht. Aber ich kann halt jetzt hier so an den Wänden könnte ich jetzt lang und dann kann ich hier lang klettern und so. Das geht alles. Oh, da oben liegt jemand. Oh. Dann nehmen wir wieder die Rohrzange. Genau, das Glue kann man nämlich auch wieder kaputt machen. Wer liegt denn hier? Natascha Nikova mit einem Baseballhandschuh und noch einem Glue-Kanister. Sehr schön. Okay. Ich finde es mal lustig, wie die so ein bisschen winken. Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Okay, dann schauen wir noch mal rein ins Transcribe. In der aktuellen Liste. Erreiche die Hauptlobby. Schlüssel, alles wird sich ändern. Nimm die Neurobot. Nachdem ich das Foyer der Neurobot-Abteilung erreicht hatte, wurde ich erneut von January kontaktiert. An der Stelle, an der sich eine Attrappe befunden hatte, lag nun eine echte Neurobot. Wenn ich sie installiere, wird mir das im Kampf gegen die Typhon-Organismen helfen. Nimm die Neurobot. Okay, die liegt da. Mal gucken, ob hier noch Mimics rumrennen. Ja, die springen mich gleich. Treff es nicht. Die springen mich gleich an. Ich bin nicht mehr well fed. Warte, ich esse nochmal was. Solange wir Essen haben, sollten wir es auch benutzen. Saugroboter, Dreck weg. Sehr gut. Der Saugroboter ist auch da. Da oben ist die. Da ist die Neuromod. Da geht's dann raus und weiter. Favoritenrad, ja, das kennen wir doch schon. Über das Favoritenrad kannst du schnell Waffen und Psi-Kräfte auswählen. Genau, das ist das hier. Ich dachte, der hat sich gerade ein Mimik bewegt, aber dem war wohl nicht so. Okay, dann nehmen wir mal die Neuromod. Neuromods und Fähigkeiten. Die Neuromod ist eine revolutionelle Transstar-Entwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke N, um dein Transcribe zu öffnen, anschließend zum Neuromods-Bereich. So, jetzt können wir uns hier entscheiden. Mediziner, dann sind die Medipacks, heilen die mehr. Hacker würde ich ja sehr gerne machen. Techniker, da können wir jetzt mehr tragen, Sachen reparieren oder Sicherheit. Konditionsschub, erhöht die Gesundheit. Ich würde sagen, ich würde gerne hacken. Ich muss kurz niesen, Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Ich möchte gerne hacken. Und jetzt installieren wir dieses Neuromod. Durchs Auge. Wir erinnern uns, was wir da gelesen haben. Aua. Aua. Improvisation war schon immer ihre Stärke. Andernfalls wären sie jetzt tot. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Ja, gleich. Jetzt möchte ich mal gucken. Jetzt müsste ich ja eigentlich diesen einen. Da war gerade ein Mimik. Diesen einen Rechner hier hacken können. Das war doch Hacker 1, oder? Das würde ich nämlich jetzt sehr gerne tun. Von Caleb. Ah, ich kann es hacken. Sehr gut. Was muss ich machen? Hacken. Die Hackerfähigkeit ermöglicht dir, die Sicherheitssysteme, die Keypads, Arbeiterterminals und Sicherheitsabschirme zu schützen, zu umgehen. Mit verbesserter Fähigkeit kannst du Robotersysteme wie Gestütze und Operate-Einheiten hacken. Benutze zum Hacken WSAD, um schnell durch den Blitz. Um schnell durch den Bitstrom zu steuern und das Ziel zu erreichen. Sobald du im Ziel bist, suche dir vor, dich das, um das Hacken abzuschließen. Okay. Wer bin ich denn? Ach, das. Ah, okay, da darf ich nicht dran. Okay, das ist gar nicht so leicht. Okay. Egal, wir haben zuerst mal gehackt. Okay, wir haben zwei E-Mails. Ein Kommentar zu heute kennen wir. Re-Equis-Vorlesung.
Dann lesen wir die erstmal die erste Nachricht. Ich würde ja in die Kantine nachkommen, aber Ikwe hält zu dem Zeitpunkt eine Vorlesung. Hoffen wir mal, dass er gleich zu den Neuromods kommt, damit wir eine vernünftige technische Auswertung vornehmen können. Aber Sie kennen ja Ikwe. Er wird eine Stunde lang auf Zehner machen, bis wir alle nur noch Kreise und Wellenlinien sehen. Man sollte meinen, er hätte auf der Erde gelernt, beim Thema zu bleiben. Die Antwort, wem sagen Sie das? Keine Ahnung, was mir mehr Angst macht. Wenn sich Dr. Wee in seinem Labor einschließt oder wenn er sich in den Mittelpunkt drängelt. Als ob man einem Metronom zuhören würde. Tick, tack. So, was haben wir für Dateien? Jägerin Bolzenwerfer. Fabrikatorplan von Jägerin Bolzenwerfer. Anpassung. Auslöser leiser macht, klappert mir immer noch zu stark. Gewicht bei gleichgültigen. Kaiserspielung. Name endgültig wegen Bolzenwerfer. Clives Leitbringer und Fernandes Bolzenpeiniger. Vorschläge abgelehnt. Jägerin Bolzenwerfer Fabrikatorplan. What the fuck? Na gut. Auf jeden Fall, wir haben es gehackt. Oh ne, ducken wollte ich nicht. Ich wollte etwas essen. Okay, wir können hacken. Das ist sehr schön. Hier kann man nichts hacken. Ne? Ich weiß nicht, wie diese Tür aufgeht. Das haben wir im Let's Play, glaube ich, auch noch nicht geschafft. Hier müssen wir nicht hacken, hier müssen wir reparieren. Okay, das können wir auch noch nicht. Wir können jetzt hacken. Das heißt, kann ich auch das hier hacken? Tatsache. Ach, ich bin der. Ah, sehr gut. Perfekt, das haben wir im Stream auch nicht geschafft. Ein Waffen-Upgrade finden wir hier drin. Eine Sicherheitsstation muss auch. Ah, da brauchen wir Hacker 2 für. Hacker 2, okay. Wir haben aber ein Waffen-Upgrade. Moment, guck mal, T. Sicherheitsstation überwachen alle zugewiesenen Talos 1 Mitarbeiter. Indem du ihren Namen des Angestellten anwählst, schaltest du ein Ziel mit Tracking-Informationen frei. Vorausgesetzt, ihr Tracking-Armband ist aktiviert. Okay, das können wir aber gerade nicht machen, weil wir ja nicht an den Rechner rankommen. Jetzt möchte ich gerade mal gucken. Wo ist denn Waffen-Upgrade? Ah, die Rohrzange. Ich wollte gerade fragen, kann ich die Rohrzange auch machen? Nein, kann ich nicht. Ich kann aber die Glue-Kanone verbessern. Glue-Effizienz, Bewegungsgeschwindigkeit. Nein, ich möchte, glaube ich, mehr Reichweite. Nein, wir machen mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Nein, wir machen mehr Effizienz. Verringert die Menge an Glue, die du benötigst. Oh ja, definitiv. Glue-Kanone verbessert. Sehr gut. Haben wir das erste Mal eine Waffe verbessert. Was ist das hier? Ach so, ein Scheinwerfer. Okay. So, dann schauen wir doch uns noch ein bisschen um. Im Konferenzraum zum Beispiel. Können wir noch ein bisschen Wasser trinken. Ich finde es schade, dass man diese Projektoren nicht anschalten kann. Oh, hier haben wir ein Transcript von Robert Gage. Das hören wir uns natürlich an. Robert? Alice, Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Moment mal. Da kommt wer. Und dann ist das von ihm übrig geblieben. Hier hängt eine Notiz. Die Projektorfarben sind immer noch falsch, Dr. Ikwe. Ah! Wo ist er? Da. Schön, dass wir schon 9mm Munition kriegen, obwohl wir noch... Oh, wir haben nichts mehr zu essen. Obwohl wir gar keine 9mm Waffe haben. Die Blumen können wir übrigens nicht essen. Nur so als kleine Info. Die sind eher dafür da, die nachher zu recyceln. So wie auch diese angerauchten Zigaretten und so. Das ist alles zum... vielleicht... Nein, es ist schon wieder abgestürzt. Warum stürzt es denn immer so nach 10, 20 Minuten ab? Ich drücke Tasten, es geht nichts. Okay, dann muss ich das mal wieder nachspielen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, Prey. Macht's gut. Tschüss, Jan!